Die Starlines bekommt einen neuen Partner. Er hat nichts mit Fliegen zu tun. Ich denke, es ist die Deutsche Bahn AG. Ja, ganz genau. Des Weiteren an A319 ist verunglückt. Gott sei Dank ist keiner ums Leben gekommen. Dann gibt es noch ein Update von der Lufthansa. Und da ist das Bodenpersonal, was irgendwie Lohnausgleich für die Inflation haben möchte. Also Streikgefahr. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt daran, dass auch wenn mein A350 hier fehlt, dass wir, ja, hier wäre er gewesen, hier. Und ihr werdet vielleicht rausfinden, warum das so ist. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, dann bleibt ihr informiert, warum der 380er nicht da ist und der 350er auch nicht da ist. 380er habe ich bestellt. Aber abwarten. Also auf jeden Fall kommentieren unten und ein Like da lassen. Ganz, ganz wichtig. Lufthansa, Starlines, Gründungsmitglied, da müssen wir einfach mal drauf eingehen. Die Starlines ist ja jetzt eine Allianz, die ja als erstes gegründet worden ist und nicht vor, sagen wir, wie viele Jahre? 25 Jahre ist, glaube ich, her. Ganz genau. Am 14. Mai 1997 ist es gegründet worden. Da gab es 5 Mitglieder. Deshalb hat man ja auch diese, was sind das? Diamanten oder sowas? Diese Dreiecke da. Und das waren Air Canada, United, Thai Airways, Lufthansa und SAS. Sind viele dazugekommen. Die Varig zum Beispiel kennen viele von euch gar nicht mehr, weil die Firma pleite ist. Aber nichtsdestotrotz hat man bei der Star Alliance da eine glorreiche Geschichte und man hat aus dieser Konnektivität der Fluggesellschaften es jetzt geschafft, dass man 98% der Flughäfen der Welt mit der Starlines erreichen kann. Es gibt sogar auch sogenannte Connecting Partner Airlines. Das eine wäre Juneyao, ich kann die gar nicht richtig aussprechen, aus Shanghai. Juneyao, Chinesen, fliegen übrigens mit der Finnair Shanghai im Codeshare. Auch keine Starlines und das ist halt das nächste Thema. Und Thai Smile. Damit ist natürlich die Frage, einmal ist die Zukunft der Star Alliance immer noch gegeben. Das heißt also, weil immer mehr Fluggesellschaften Partnerschaften anstreben. Man guckt sich das Ganze an, Virgin und Etihad sind in der Partnerschaft zusammen gewesen. Dann haben die nochmal getauscht. Also jeder mit jedem, Lufthansa mit Cathay, Codeshare, JetBlue. Also alle machen untereinander Ringepits. Aber es ist dann halt für uns als Gäste natürlich spannend, wenn man das sowas sieht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Riesenproblem, weil es ja so undurchschaubar wird. Wann gibt es auf Cathay Pacific, Lufthansa, Starlines, Meilen oder wie auch immer? Also solche Fragen stellen sich. Aber jetzt wird es ein bisschen, nennen wir es in Lufthansa-Deutsch, komplex. Warum? Ganz einfach. Man sagt bei der Starlines, dass man jetzt eine Art Reiseallianz oder eine intermodale Allianz macht. Intermodal, das Wort muss man vielleicht für einige erklären. Das heißt, dass man zwischen verschiedenen Verkehrsträgern, heißt also Bahn, Flugzeug, Auto und so weiter, Lösungen schafft. Und Mario und ich hatten ja in einer Folge mal darüber philosophiert, warum die Bahn das neue Programm macht und nicht Miles & More Mitglied wird. Und jetzt kommt halt aus der Star Alliance Gerüchteküche etwas und der Starlines-Chef Go kündigte an, in Kürze werden wir unseren ersten intermodalen Partner vorstellen, den wir in die Starlines integrieren werden. Und jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige. Es wird ein europäisches Unternehmen sein. Und hat aber nichts mit Fliegen zu tun. Was liegt da näher als Bahn? Und wer liegt da näher als die Deutsche Bahn AG? In meinen Augen. Das wäre also meine Vermutung, dass die Bahn AG Partner wird. Und das macht für mich ja auch Sinn. Vor allem, wenn die Lufthansa sich aus der Fläche, heißt also aus den Flughäfen, weiter zurückzieht. Düsseldorf als Beispiel oder aber auch Stuttgart noch weiter. Aber auch Leipzig, Dresden und, und. München wird ja auch vielleicht nicht IC-Kreuz. Ich weiß, man kann ja jetzt lachen, weil das wahrscheinlich erst in 20, 30 Jahren oder sowas so weit sein wird, wenn der Flughafen 60 Jahre alt wird oder so, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz ist das die Zukunft. Und ich finde das persönlich auch sehr, sehr gut, weil gewisse Strecken machen einfach keinen Sinn. Hey, keine Probleme in Nürnberg. Ich weiß, ihr fangt da an, unentspannt zu sein. Aber das ist in meinen Augen vielleicht eine Lösung. Und man sieht ja auch zum Beispiel an der Partnerschaft mit der Bahn, mit dem Ticket, was ich bei der Swiss gestern vorgestellt hatte, oder vorgestern war es,
sieht man ja auch, dass man, wenn man Senator oder Hon ist, die Lounge benutzen kann. Die Bahn-Lounge ist jetzt natürlich nicht so tippitoppi wie so eine Senator-Lounge. Ich weiß, ihr beschwert euch auch über das Essensangebot in der Lounge. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass die Lounge eigentlich okay ist bei der Lufthansa. Bei der Bahn ist es halt etwas anders, ist es aufgepeppt worden, aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Warum auch nicht? Denn so ein Bahncard 100-Inhaber ist quasi so eine Art Senator- oder Hon-Circle der Bahn. Und da muss man halt ganz einfach ehrlich sein. Und warum sollte man als viel Flieger, nicht als viel Bahnfahrer seine Vorteile haben? Und ich kenne nicht wenige, die einen Lufthansa Horn oder Senator-Status haben, die auch viel Bahnfahrer sind. Also insofern macht dieses in meinen Augen Sinn zu kombinieren. Ganz einfach. Vielleicht fällt ja dann auch diese 100 Status-Meilen bzw. Horn-Zirke-Meilen-Barrier, dass man also zum Beispiel einen Horn nur mit 100.000 Meilen machen kann auf der Bahn. Also insofern, das wäre ein Thema. Da würde ich euch einfach mal bitten, kommentiert unten, schreibt einfach unten rein, was ihr davon haltet, ob die Bahn eine gute Idee ist. Ich erinnere mich damals, da haben ja auch einige geschrieben, ja, würde Sinn machen. Seht ihr das immer noch so oder wie ist da eure Meinung? Ich persönlich mache keinen Hehl raus, ich finde es gut. Als ich heute Morgen wach geworden bin, gab es eine News, dass der Flug TV9833, das ist ein Flug von Tibet Airlines in Chongqing, in Brand geraten ist. 36 Fluggäste mussten im Krankenhaus behandelt werden, aber bevor der Flieger in Flammen aufgehen konnte, Gott sei Dank, konnten alle evakuiert werden. Und das Flugzeug mit dem Kennzeichen B6425 ist von der Startbahn abgekommen. Die Gründe dafür sind noch ganz unbekannt, das weiß man nicht ganz genau. Und infolgedessen hat man auf der linken Seite ein Feuer gehabt. Also insofern richtig Glück gehabt, auf Holz klopfen, dass alles nochmal gut gegangen ist. 113 Fluggäste, 9 Besatzungsmitglieder waren an Bord. Also insofern ist das schon mal sehr, sehr gut, dass da alles in Ordnung gewesen ist am Ende. Und von der Tragfläche bis zur vorderen Tür sind halt Bricke, Brandspuren, wenn man die Bilder sieht. Und da kann man wirklich nur sagen, schön, dass alle rausgekommen sind. Es sah dramatisch aus und Gott sei Dank ist das gut ausgegangen. Lufthansa Bodenpersonal wollen mehr Gehalt. Ja, ganz genau. Man sagt, hey, wir sind jetzt dran. Es ist also so ein Déjà-vu, dass alle so einmal durch und wenn alle durch sind mit ihrem Streik, dann kommen die Nächsten, weil sie wieder vorne anfangen. Ist im Prinzip so wie die Golden Gate in San Francisco. Du fängst an zu malen, auf der einen Seite Rostschutz drauf, gehst einmal komplett die Brücke rüber und wenn du dann da bist, mich auch noch Schasser gewandert, wenn du dann da bist, fängst du wieder vorne an. Also insofern, täglich grüßt das Murmeltier. Und Verdi hat eine Kündigung der Vergütungstarifverträge zum 30. Juni 2022 beschlossen. Diesmal andersrum, also nicht so, dass die Lufthansa einen Vertrag kündigt, weil man hat ja da auch einen Vertrag gekündigt, den Perspektivvertrag. Und nachdem man jetzt 2 Jahre Krisenbeiträge geleistet hat, möchte man auch mehr Geld haben. Man möchte halt sagen, hey, da soll jetzt was kommen. Und die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle sagt es wie folgt. Nach 2 Jahren Krisenbeiträgen der Beschäftigten der anhaltend hohen Inflationsrate ist der Nachholbedarf groß. Ja gut, kann man so sehen. Und man sagt halt einfach, dass die Lebenshaltungskosten, aber auch die steigenden Energiepreise die Lufthanseaten am Boden vor Herausforderungen stellen. Und deshalb möchte man da mehr Geld haben. Man muss halt einfach auch noch dran denken, und ich habe hier eben dran erinnert, dass es natürlich dieser Tarifkonflikt zwischen den Pilotinnen und Piloten gibt. Das war halt der KGV, ich war, nee, war wieder, also auf jeden Fall der Perspektivvertrag. Das ist dann halt so gewesen. Und dann wollte man den man 2000, PPV ist es übrigens, PPV, den man gemacht hat, dass man 325 Flugzeuge in der Kerngesellschaft als Flugzeug garantiert, das ist halt auch von der Lufthansa gekippt worden. Für uns als Passagiere ist es natürlich komplett doof, dass jetzt gestreikt werden soll. Ich persönlich kann das natürlich mit den Lebenshaltungskosten und so weiter immer wieder verstehen. Aber auf der anderen Seite, wir sind die falschen Adressaten und Leidtragenden. Wir haben ja auch Leidtragende sein müssen, als es zum Beispiel am Frankfurter Flughafen bei der Security diese Probleme gab. Also insofern, Leute, einigt euch bitte. Also insofern, schaut mal, dass da eine Lösung kommt.
Auch hier kommentiert unten, sagt einfach, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet und ob das jetzt wieder etwas ist, wo ihr sagt, Bodenstreik, Cockpit streikt. Das ist so die Murmeltiernummer. Gestern hatte ich ja berichtet, dass die EU, das ist das European Center of Disease Control, ECDC, jetzt haben wir es auf Kette, jetzt wissen wir auch, wie die Bude heißt. Die haben halt einfach zusammen mit dem, mit wem waren es nochmal, auf jeden Fall haben die in der EU gesagt, hey, Maskenpflicht, macht weg, ihr Länder könnt das selber machen. Und die EASA war das genau. Und jetzt hat unser FDP-Politiker, Verkehrsminister, der Herr Wissing, gesagt, ja, nee, das Ende der Maskenpflicht. Und das ist natürlich eine coole Sache, wenn Deutschland da jetzt auch endlich mal mitziehen sollte. Und zwar ist die Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Transportmitteln. Das heißt also nicht nur Flugzeuge, sondern auch in der Bahn und so weiter. Würde Sinn machen. Und er sagte halt, wir sollten hier europaweit einheitlich vorgehen und Maskenpflicht aufgeben, insbesondere im Flugverkehr. Denselben Anpassungsbedarf sehe ich auch für Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Damit ist also meine Frage von gestern beantwortet worden. Die herrscht immer noch in Bussen und Bahnen. Und wenn man halt einfach die ganze Geschichte sich ordentlich anguckt, dann ist das so, wenn am Abflug oder am Ziel die Maskenpflicht besteht, dann sollte diese Empfehlung auch weiterhin an Bord der Maschinen gelten. Also das heißt, dann ja, aber komischerweise, Air Baltic macht es nicht, Finnair macht es nicht, die Swiss macht es auch nicht. Also insofern finde ich das äußerst interessant, weil wenn ich zum Beispiel aus Helsinki oder aus Tallinn oder aus Riga oder aus Stockholm nach Berlin geflogen bin, zum Beispiel Maskenpflicht, keine Maskenpflicht, wann, wie, wo. Und da sollte man halt einfach die Maskenpflicht jetzt einfach wegnehmen. Ich weiß, jemand hat geschrieben, ich sollte mich nicht mehr zu epidemiologischen Themen äußern, aber hey, wer es möchte, kann es doch einfach tun, bitte. Ich persönlich bin kein Freund der Maske und ich habe es selber getragen. Immer schön brav. Mit leichten Freiräumen. Was soll ich noch zu sagen? Ja, also die Freiwilligkeit und hocheffiziente Filter brauche ich ja gar nicht mehr zu erwähnen. Also insofern ist es gut. Was ich auch gut finde, ist, wenn die Maskenpflicht entfällt, dass viele Probleme, die an Bord sind, einfach keine Probleme mehr sind. Also das heißt, dass dieses ein Potenzial an Stress wegnimmt. Und dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sich endlich mal auf ihren Job konzentrieren können. Heißt also, uns das Leben an Bord erleichtern, aber auch für unsere Sicherheit sorgen. Und ganz, ganz wichtig, nicht permanent Maske verrutscht unter der Nase, mach mal wieder hoch oder sowas. Das ist doch nicht deren Kernaufgabe. Also insofern, in meinen Augen, eine Erleichterung. Auch hier, kommentiert unten. Auch wenn es heute eine schnelle Folge ist, ich glaube, die Zeit sind trotzdem über 10 Minuten gekommen. Also insofern freue ich mich, wenn ihr unten zahlreich kommentiert. Und wir haben ja heute richtig geile Themen gehabt in meinen Augen. Maskenpflicht mit der Bahn, vielleicht Miles & More, beziehungsweise sogar Starlines Partner. Das wäre ja richtig geil. Stell dir mal vor, du hast eine Bahncard 100 First Class und du bist Starlines Gold. Wäre doch cool. Aber wie gesagt, Vermutung, ne? Könnt ihr auch schreiben, was ihr vermutet. Dann hatten wir noch als Thema Tibet Airlines mit der Maschine, die von der Landebahn abgekommen ist, aber auch mit dem Streik. Also, kommentiert zu den 4 Themen unten zahlreich und ich freue mich, macht die Glocke an, abonniert und Like da lassen. Kommentiert. Vielleicht habe ich morgen eine Überraschung. Also entweder mache ich morgen eine Quick and Dirty Show, aber ich habe eine Sendung hochgeladen. Das ist mal was anderes, was ihr von Frequent Traveler TV Takeoff nicht kennt. Also insofern schauen wir einfach mal nach und ich freue mich. Jetzt bin ich auch wieder raus, weil ich muss weitermachen. Einpacken, so als kleiner Hinweis. Einpacken und dann auspacken. Also tschüss, mehr Hinweise gibt's nicht.